Wir unterhalten uns heute über die Bronzezeit. Das heißt, wir unterhalten uns unter anderem über die Seevölker, den Trojanischen Krieg und den Exodus. Jonas Hopf. Herr Gavranovic, Sie sind der stellvertretende Leiter eines Instituts für Archäologie. Und dieses Institut gehört zur Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Promoviert haben Sie in Berlin. Ist das so richtig? Genau. Ich habe in Berlin studiert und promoviert. 2009 war der Abschluss meiner Doktorarbeit. Genau. Okay. Einstiegsfrage. Was fasziniert Sie am meisten an der Bronzezeit? Ja, also wie der Name sagt, Bronzezeit ist Bronze. Bronze ist ein Metall, was nicht natürlich vorkommt. Ja? Also im Unterschied zu Kupfer, wir hatten ja vor der Bronzezeit diese Epoche, die wir auch Kupferzeit nennen. Kupfer kommt ja natürlich vor und kann verarbeitet werden und zum Metall gemacht werden. Bronze ist eine intentionelle Legierung. Und nach diesem Metall ist diese ganze Epoche benannt worden, die sich circa über 1500 Jahre erstreckt. Und da sind wesentliche Änderungen auf unserem, auf dem europäischen Kontinent festzustellen, die eigentlich bis heute Auswirkungen haben. Zu einem hat sich die Siedlungsmuster stark verändert im Vergleich zu den vorherigen Epochen. In der Bronzezeit verlassen die Menschen die Täler, die Flussläufe und siedeln sich auf den höheren Lagen, auf den exponierten Lagen. In der Bronzezeit entwickeln sich die ersten Städte, ist vielleicht ein bisschen übertrieben zu sagen, aber sagen wir so proto-urbane Siedlungen, weil wenn sie auf einer exponierten Lage sind, auf einer begrenzten Lage, das verlangt auch eine ganz andere gesellschaftliche Struktur. Was mich an der Bronzezeit noch fasziniert, sind diese Fernbeziehungen und Fernhandel, was wir in Europa durch verschiedene jetzt auch analytische Ansätze sehr, sehr gut nachweisen können. Also es verändert sich sehr, sehr viel. Wir können auch von der Ökonomie reden, von den gesellschaftlichen Strukturen, von der Familienstruktur. Das sind alles Sachen, die sozusagen ihren Keim in der Bronzezeit haben. Wir werden das später noch im Einzelnen vertiefen. Vielleicht erst noch die Frage, was denn die Kernaufgabe Ihres Instituts ist. Genau, also wir sind ein großes Institut, mittlerweile, glaube ich, das größte in Mitteleuropa mit 180 Angestellten. Und wir befassen uns mit den unterschiedlichen Perioden von Paläolithikum bis eben klassischer Antike. Was jetzt meine Abteilung oder meine Forschungsgruppe betrifft, so sind wir tatsächlich auf diese Bronzezeit und die Periode kurz danach und kurz davor fokussiert, vor allem im Bereich zwischen Mittel- und Südosteuropa. Das ist unser Forschungsbereich. Also sagen wir zwischen dem Alpenraum Süddeutschland, Österreich, über das Karpatenbecken bis hin zum Balkan. Also zu Adria und zum Schwarzen Meer. Das ist so unser hauptsächlicher Forschungsbereich. Und wir betreiben natürlich in Kooperation mit den Kollegen von den jeweiligen Ländern dort Forschungen, Grabungen, Analysen. Und ich muss sagen, die letzten 5 Jahre waren besonders spannend, weil wir so viele neue Daten und Ergebnisse erzeugt haben, die unser Bild oder das bis zu diesem Moment das vorherrschende Bild oder das Narrativ, wie man das so jetzt schön sagt, über die Bronzezeit wesentlich ändern und gewisse Korrekturen verlangen. Ja. Bevor wir das dann noch weiter vertiefen, vielleicht noch die Frage, was Ihrer Meinung nach der größte Fund der Bronzezeit ist. Was fällt Ihnen da als erstes ein? Und der bekannteste Fund in Europa dürfte eigentlich schon die Himmelsscheibe von Nebra sein, glaube ich. Ja. Das ist auch der Verdienst vom Landesdenkmalamt in Sachsen-Anhalt, dass es so popularisiert wurde. Man darf ja aber nicht vergessen, dass dieser Fund nicht aus einer Ausgrabung kommt. Das ist ja
eine sogenannte Raubgrabung gewesen, wo diese Funde dann illegal sozusagen geborgen wurden in Mitteldeutschland, und durch die Bemühungen des Landesdenkmalamtes wurden sie dann zurückgekauft. Und später, was alles erfolgte, die ganzen Analysen und was man noch dazu um diese Scheibe sozusagen gemacht hat, hat auch unser Bild jetzt über die Früh- und Mittelbronzezeit in Mitteleuropa sehr, sehr stark verändert. Für unsere Gebiete würde ich schon sagen, dass die Himmelsscheibe von Nebra der bekannteste Fund ist. Ja. Ja. Nicht in Europa, aber immerhin sehr nahe dran wäre ja das Schiff von Uluburun, das man ja in der südwestlichen Türkei gefunden genau. hat. Und ich glaube, über 10 Jahre hinweg in den 1980ern und 90er Jahren ja irgendwie mit Tauchern geborgen hat. Dort war ja der Fundkontext erhalten. Genau. Also ich würde mich da vielleicht doch korrigieren. Ich halte also ich habe jetzt an Europa gedacht, aber Uluburun ist ja vor der türkischen Küste. Das ist für mich persönlich der aufregendste, der beste Fund überhaupt aus dieser Zeit, eben weil es gut gegraben wurde für die damalige Zeit. Der unlängst verstorbene George Bass, der Professor aus Texas, der hat es dann selber organisiert. Und es gibt auch einen Dokumentarfilm über diese Grabung in den 80er Jahren. Und das ist wirklich faszinierend. Faszinierend, was die Kollegen für die damalige Zeit geleistet haben, wie fachlich, wie sachlich das alles gegraben wurde. Und natürlich noch die ganzen Sachen, die da rausgekommen sind. Für die Zuschauer, die vielleicht noch nie davon gehört haben, was hat man denn da gefunden? Also das Schiff von Uluburun, es gibt ja mehrere Schiffwracks, insbesondere da in diesem Bereich vor der westanatolischen Küste. Das Schiff von Uluburun ist insofern bedeutend, weil er uns die ganzen Handelsnetze aufgezeigt hat. Also auf dem Schiff waren mehrere Tonnen von Kupfer, waren Glas, Obsidian, Schwerter, also wahrscheinlich von den Wachmännern, die auf dem Schiff waren. Und durch die Analyse Herkunftsanalyse von diesen ganzen Rohstoffen, die auf dem Schiff waren, konnten wir also mit einem Schlag, sage ich mal, erblicken, wie weit dieses Netz über das Mittelmeer und oder sogar darüber hinaus gestreckt waren, Handelsbeziehungen, wie die menschlichen Gemeinschaften damaliger Zeit miteinander vernetzt und verbunden waren und, was wir davor noch nicht wussten, in welchem Ausmaß, also mit welchen Mengen man da auch operiert hat. Ja, das sind ja Tonnen und Tonnen von frischem Kupfer, was wahrscheinlich sondern ziemlich sicher aus Zypern stammt und das an die weiteren dann Händler entlang der Mittelmeerküste gebracht wurde. Also es ist wirklich unglaublich, dass man das noch gefunden hat und dann auch später datiert hat. Und durch die charakteristischen Funde konnte man auch nachvollziehen, wo dieses Schiff alles in den Häfen war, sozusagen vor dem Unfall. Ja? Ja. Also die charakteristischen Funde aus Syrien, aus Levante, aus Osttürkei und Zypern, Kreta und so weiter. Also das ist alles ein Handelsgebiet gewesen. Also ja. Uluburun ist schon unglaublich faszinierend. Ja. Unglaublich, ja. Und es ist noch heute ausgestellt in Izmir im Museum. Und also kann ich wirklich jedem empfehlen, weil erst wenn man davor steht und diese Dimension einfach wahrnimmt, ja, weil man denkt ja nicht, dass es in der Vorgeschichte mit solchen Mengen und Ausmaßen überhaupt gehandelt wurde. Aber wenn man davor steht und wenn man diese Tonnen und Tonnen an Rohmaterial sieht, das ist echt beeindruckend. Ich möchte das Thema Bronzezeit so ein Stück weit von hinten her vertiefen. Ja? Mhm. Also wir springen in das 12. Jahrhundert vor unserer Zeit. In wenigen Sätzen, wir werden es dann noch vertiefen, grob, was ist da passiert? Also da müssen wir wieder aber ein bisschen regional differenzieren. Also im Nahen Osten passiert da einiges und das ist jetzt durch das oder die Bücher von Professor Klein, Erich Klein. Natürlich, ich zeige das hier gerade mal kurz in die Kamera. Genau.
Das ist jetzt sehr, sehr stark in die Öffentlichkeit gekommen. Es ist tatsächlich so, dass da in diesem 12. Jahrhundert die ersten Staaten oder Zivilisationen, wie er sie nennt, einen Zusammenbruch erleben. Und man weiß nicht, welche Faktoren oder man weiß schon, welche Faktoren da entscheidend waren, aber es ist wahrscheinlich, oder wie die Forschungen sagen, tatsächlich ein Zusammenspiel von mehreren Faktoren. Also, bevor wir das vertiefen, lese ich vielleicht 4 Zitate aus dem Buch vor. Ja. Das erste ist ein bisschen länger, insgesamt 4 Stück. Nummer 1, wir besitzen handfeste Beweise dafür, dass es mehrere Jahrzehnte, an manchen Orten sogar mehrere Jahrhunderte dauerte, bis die Bewohner der betreffenden Region ihre Gesellschaften wieder aufgebaut und endlich wieder aus dem Dunkel der Geschichte heraustraten. Nummer 2. Tatsächlich blieb das gesamte Gebiet des Königreichs 1000 Jahre lang fast komplett entvölkert. Nummer 3. Dass die Verwendung der Schrift sowie jegliche Verwaltungsstruktur zum Erliegen kam. Nummer 4. Nicht genug, dass zahllose Menschen starben und Gebäude reihenweise einstürzten. Hier wird ein Bild des absoluten Zusammenbruchs gezeichnet. War das Ende der Bronzezeit denn tatsächlich so ein großes einschneidendes Ereignis? In manchen Regionen lokal betrachtet ja, allgemein auf gar keinen Fall. Also das sind schon sehr dramatische Aussagen. Ich kenne natürlich Professor Klein, der ist ein wunderbarer Wissenschaftler und ein wunderbarer Mensch. Und natürlich ist es ja Dramaturgie geschuldet, dass solche Sätze kommen. Ja, also für manche Regionen stimmt das. Für Europa stimmt das überhaupt nicht. Also wir haben keinen derartigen Bruch in Europa, nicht mal ansatzweise. Wir haben eine Entwicklung, insbesondere im 12., 11. Jahrhundert, im 10., 9. Jahrhundert, das ist eine ununterbrochene Entwicklung. Also auch was die Besiedlung geht, was die Bestattungen angeht. Also wir haben die Gräberfelder, die weiterhin belegt wurden. Also wir haben null Evidenz für so einen Abbruch in Europa. Ja? Also sagen wir, bis Griechenland kann man das nicht sagen. Also im Nahen Osten ist es tatsächlich, wie gesagt, zu diesem Abbruch der ersten Stadtstaaten gekommen. Und mancherorts ist es tatsächlich so, wie der Professor Klein sagt, dass über mehrere Jahrhunderte lang dann da nichts, zumindest archäologisch, ja, da muss man ja immer darauf sagen, also archäologisch ist nichts mehr feststellbar. Ja. Genau. Und woran macht man das archäologisch fest, dass dabei das Zivilisationsniveau gesunken ist? Mhm. Ja, also wir operieren mit einem uralten Mittel oder mit einer Methode, die nennt sich Stratigraphie. Also wenn wir in einer Siedlung sind und das sachgemäß ausgraben, dann können wir anhand der erhaltenen Schichten sehen, was... Also natürlich das, was oben ist, ist jünger, ist ja natürlich logisch. Also es kann in Ausnahmefällen zu der sogenannten Inversion kommen, aber im Regelfall ist es so, dass das, was oben ist, halt jünger. Und dann können wir sozusagen die Entwicklung verfolgen, Schicht für Schicht, und beobachten, was in einer bestimmten Phase zu finden ist. Und wenn wir jetzt beispielsweise in einer Schicht 50 Tontafeln haben mit Schrift, mit Architekturresten, mit Importgütern, mit einer Vielzahl an Funden, dann können wir sagen, das ist eine prosperierende Phase der Siedlung. Und wenn wir in der nächsten Schicht dann nichts mehr davon finden oder sehr wenig davon finden, dann können wir sagen, dass es zu einem Rückgang gekommen ist. Ja? Oder wenn wir beispielsweise, was in dem Fall noch auch zutrifft, für den Nahen Osten die sogenannten Brandschichten haben, also viele von diesen Siedlungen weisen Brandschichten auf, also zwischen dieser prosperierenden und zwischen dieser Rückgangsphase, sagen wir, haben wir nur eine Brandschicht, die uns darauf hinweist, dass es zu einer Brandkatastrophe, zu einem Brandfeuer gekommen ist, wo mehrere Städte dann sozusagen zerstört wurden. Und natürlich ist es nicht die Regel,
Aber manchmal kommt es zum Aufbau. Man sieht genau, nach der Brandschicht wird sofort wieder aufgebaut. Die Siedlung setzt sich fort. Die Besiedlung setzt sich fort. In manchen Fundstellen ist es tatsächlich so, dass nach der Brandschicht kaum noch was zu finden ist. Also wir haben keine dauerhafte oder erhaltene Spuren einer weiteren Besiedlung oder einer erneuten Besiedlung. Und wie sieht es mit der Qualität aus? Also kann man zum Beispiel bei verschiedenen Materialien, Keramik oder Metall, feststellen, dass die Menschen später weniger Know-how hatten als die Menschen davor? Ja, das lässt sich aber nicht nur in der Bronzezeit, das lässt sich quer durch die Vorgeschichte beobachten, oder auch die Geschichte. Also für mich ist das beste Beispiel natürlich dieser Übergang zwischen der spätrömischen Zeit und dem frühen Mittelalter, wo wir einen Rückgang in jeder Hinsicht haben, also technologisch, künstlerisch, architektonisch, urbanistisch haben wir einen Rückgang, von dem sich Europa dann irgendwie noch 500 Jahre nicht erholt hat. Also wenn man jetzt die Zeit des spätrömischen Reiches und frühen Mittelalter vergleicht. Und solche Geschichten haben wir dann auch natürlich früher, ja. Und das kann man schon dann merken, ja. Das heißt, diese Zeit nach dem Zusammenbruch der bronzezeitlichen Ordnung, zumindest im Nahen Osten, wo es diesen Zusammenbruch gab, vor allem im östlichen Mittelmeerraum, dort kann man sozusagen eine Art Mittelalter feststellen, aber halt ungefähr 1200 vor Christus bis einige Jahrhunderte später. Genau. Das ist tatsächlich ein Rückfall, ein Rückgang. Und ja, also für den Nahen Osten, weil insbesondere mit der Schrift, natürlich hat sich das, man verliert ja sehr schnell das Wissen, wenn das nicht verschriftlicht wurde. Und in Europa haben wir aber das nicht. Wir haben ja die Schrift in Europa zu der Zeit nicht, ja. Also man muss es dann ein bisschen auch, wie gesagt, regional differenzieren. Wir haben im Nahen Osten entwickelte Schrift, schon sehr, sehr hoch organisierte Gesellschaften. In Europa haben wir keinen Vergleich dazu. Ja? In Europa haben wir nicht, die Schrift kommt erst dann Ende des ersten Jahrtausends in Europa auf. Das ist also, oder mit der Etruskischen vielleicht im 6., 7. Jahrhundert vor Christus. Aber wir haben keine Spuren davon in Europa. Ja. Könnte man dann zugespitzt sagen, dass im östlichen Mittelmeerraum, im 12. Jahrhundert, dort die bronzezeitliche Ordnung zusammengebrochen ist und herabgesunken ist auf das Niveau Europas? Weil Europa war ja anscheinend nicht so weit zu der Zeit, keine Schrift zum Beispiel. Nein, also das, was nach dem Zusammenbruch im Nahen Osten archäologisch festzustellen ist, lässt sich nicht mit Europa vergleichen, weil Europa war da schon sehr weit, war viel weiter. Wir haben ja dann, wie gesagt, nach diesem 12. Jahrhundert beginnt es ja erst in Europa mit den zentralisierten Höhensiedlungen, mit der wirklich einer intensiven Besiedlung von bestimmten Räumlichkeiten. Wir haben eine Zunahme an Grabbeigaben und es wird, man kann auch anhand von Gräbern und bestimmten Siedlungen kann man auch in Europa erkennen, dass es da zu einer Herausbildung, einer Führungsschicht kommt, die sich natürlich durch prunkvolle Bestattungen am besten erkennen lässt. Also da geht die Entwicklung wirklich in Europa schon weiter. Es ist nur die Frage, inwiefern das auch miteinander überhaupt verbunden ist. Sicherlich gab es ja Kontakte zwischen Mittelmeer und Europa. Das zeigen uns letztendlich auch die Rohstoffe, die zwischen diesen zwei Regionen gehandelt wurden. Aber inwiefern das jetzt die Auswirkung auf die gesellschaftliche, auf die soziale Verhältnisse hatte, das ist ja noch sehr, sehr vage. Also, ja. Gründe für den Niedergang im östlichen Mittelmeerraum werden ja viele genannt. Ja, dazu gehören Kriege, Klimawandel, Erdbeben und auch die sogenannte Palastwirtschaft. Das soll so eine Art frühe Form der Zentralverwaltungswirtschaft sein. Also sagen wir mal bronzezeitlicher Sozialismus, der anscheinend früher auch schon nicht funktioniert hat. Was können Sie zu den Gründen für den Zusammenbruch sagen?
Es gibt viele unterschiedliche Meinungen dazu. Also Klima war lange, lange sehr in. Also Klimawandel und Verschlechterung. Wir haben aber jetzt die neuen Daten aus, weil diese Klimaschwankungen werden anhand von Eiskernmessungen aus dem Grönland letztendlich herausgerechnet oder Stalagmiten und Stalaktiten aus unterschiedlichen Höhlen. Es ist jetzt ziemlich klar, dass dieser Klimawandel, der bis vor 5 Jahren eigentlich dafür verantwortlich gemacht wurde, für diesen Zusammenbruch, dass er danach stattfindet. Also es korreliert nicht chronologisch, zeitlich korreliert dieser Klimawandel oder diese Verschlechterung korreliert nicht mit dem Zusammenbruch. Also glaube ich, Klima kann man schon größtenteils ausschließen aus dieser Debatte, weil, wie gesagt, es ist jetzt ziemlich deutlich, dass dieser Wandel nach diesem Zusammenbruch stattgefunden hat. Also dieser Klimawandel war Verschlechterung oder Turbulenz, wie man sagt, war von relativ kurzer Dauer. Das waren nur, glaube ich, 50 oder 60 Jahre mitten des 11. Jahrhunderts, wurde das jetzt neu errechnet. Insofern, ist die Frage, inwiefern da man sich das über, also sicherlich wirkt sich das aus, lokal. Sie brauchen nur 4, 5 Jahre keine Ernte zu haben und da ist schon die Krise. Aber inwiefern das jetzt europaweit oder auf dieser großen Ebene, weil es wird ja auch ein Begriff, der jetzt in der Archäologie oder diese, also ja, in der vorgeschichtlichen Archäologie sehr in ist, ist die Resilienz, also die Bereitschaft der menschlichen Gesellschaft, der Gruppen, sich den Änderungen anzupassen und weiterzuleben. Ja? Und ja, also insofern ist Klima sicherlich und wichtig. Das wäre, Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche, das wäre ja zum Beispiel in einer Zentralverwaltungswirtschaft oder Palastwirtschaft schwieriger. Genau. Dann könnte das tatsächlich ein Grund sein. Ja, ja, sicher, sicher. Ja, ja. Und genau, also diese Palastwirtschaft ist es ja, das ist ja aus diesen Tontafeln oder den ersten Schriften rekonstruiert worden hauptsächlich. Und diese ersten Texte, die man ja auch Linear B oder sowas, die man entziffert hat, auf Kreta beispielsweise, die sind recht unspannend. Ja, das sind ja nur so Verwaltungstexte, der und der hat so und so viel und der hat so und so viel. Also mehr oder weniger eine Liste oder Auflistung des Habens. Und genau, also es gibt auch andere Hypothesen. Wir haben einen ausgewiesenen Spezialisten für östliches Mittelmeer hier im Institut, Reinhard Jung. Der hat jetzt mehrere Artikel veröffentlicht, wo er von einem Aufstand der Bauern sozusagen ausgeht. Das ist ja lokal auch, dass diese Unterdrückung der herrschenden Strukturen doch so stark war, dass es zu einem Aufstand der Bauern gekommen ist und dass es auch einer der Gründe sein könnte, warum einige Paläste dann zerstört wurden. Ja, äußerst interessant. Okay. Also insofern auf Ihre Frage zum Sozialismus und Kommunismus, der vertritt genau die gegenteilige Meinung, dass das ja sozusagen dazu geführt hat, dass wir diesen Aufstand der Unterdrückten, der Bauern und Gutarbeiter, gab es ja in dem Sinne nicht, aber ein Aufstand der Unterschichten sozusagen. Also das heißt, man könnte sagen, die Reaktion auf den bronzezeitlichen Sozialismus, also die Palastwirtschaft, war eine sozialistische Revolution. Genau, Bauern, okay. Bauernaufstand. Ja. Wie auch immer, also spannendes so Thema, heißen, wer weiß, was da ist. Heißen seine Artikel auch und ja, also der hat es sicherlich nicht so einfach aus dem Kopf geschrieben, sondern es ist wirklich sehr, sehr gut fundiert und chronologisch und also ja. Aber wie gesagt, das sind jetzt unterschiedliche Meinungen. Krieg, haben Sie auch erwähnt, ist sicherlich ein Faktor. Wenn man in der Krisenzeit ist, dann kommt auch die Unzufriedenheit hoch und dann ist es ja wirklich naheliegend, dass es ja zu den Konflikten kommen kann oder muss sogar. Und das ist auch durch mehrere Funde oder Befunde nachgewiesen, dass es dazu kriegerischen Auseinandersetzungen gekommen ist. Also das ist überhaupt, ja,
Das darf man nicht ausschließen und kann man nicht ausschließen. Das ist sicherlich auch ein Teil gewesen. Und die größten Schlachten beispielsweise der Ägypter waren ja auch eher am Ende der Bronzezeit, ja, Schlacht bei Megiddo oder Schlacht bei Kadesh, Genau. Genau. mit Tausenden von Streitwegen und Zehntausenden von Fußtruppen zu der Zeit, wo die Bevölkerungszahl ja noch viel niedriger war, also Sicher. riesig Heere, die da aufeinander trafen. Genau. Ja, und das ist ja auch die Frage, weil es herrschte, insbesondere in den 50er, 60er und 70er Jahren des 20. Jahrhunderts in der Archäologie, es gab ja eben im Zusammenhang mit diesen Schlachten wurde von diesen Seevölkern berichtet, von denen man ja jetzt nicht richtig wusste, wo man sie überhaupt orten kann. Und es gab dann, wie gesagt, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gab es ja mehrere Kollegen damals, die Meinung vertreten haben, dass das mit der Urnenfelder Kultur was zu tun hat, ja, dass diese Urnenfelder Kultur eine Bewegung nach Süden, also aus Europa gesehen, nach Süden ausgelöst hat und dass diese Menschen dann sozusagen weiter nach Süden diese kriegerische Züge unternommen haben und dass das möglicherweise da der Grund der Seevölker liegt, ja. Das ist inzwischen sehr, sehr deutlich widerlegt worden, ja. Das kann auch nicht stimmen. Aber ich will Ihnen nur sagen, wie sich die Narrative, die Theorien, wie sich die ändern können, wenn man die neuen Daten hat. Also das Spannende an der Archäologie ist, dass es ja eine unendliche Geschichte letztendlich ist. Also durch die Ausgrabungen, durch die neuen Daten, die wir durch Analysen bekommen, erfahren wir tatsächlich immer neue Fakten, die unser Bild, unser Verständnis von der Vergangenheit ändern. Und unsere Quellen sind unbegrenzt. Also solange weiter geforscht und analysiert wird, werden wir neue Daten haben. Und davon profitiert natürlich auch die Archäologie. Ja, jetzt haben Sie gerade die Seevölker angesprochen. Kurz für die Zuschauer, das war ein Phänomen eben ganz am Ende der Bronzezeit im östlichen Mittelmeerraum. Man könnte sagen, in Anführungszeichen, bronzezeitliche Wikinger, die über verschiedene Länder hergefallen sind. Genau. Ihrer Meinung nach, wo kamen diese Seevölker her? Das kann man wirklich schlecht, also das kann man viel spekulieren, aber ich bevorzuge es, mich auf die Fakten zu stützen und dafür gibt es wirklich sehr, sehr wenige Anhaltspunkte. Eine Ursprungsregion von dieser, wie wir das aus den ägyptischen Quellen kennen, diese Seevölkergruppen, also ein Ursprungsgebiet genau zu lokalisieren, fällt es äußerst, äußerst schwierig. Also wir wissen, dass es eine Bedrohung gegeben hat für die Ägypter, die wahrscheinlich vom Meer gekommen ist. Aber das ist auch, also Levante ist möglich, Zypern ist möglich, Ägäis ist möglich, türkische Küste ist möglich. Sind alles, oder vielleicht ein Verbund von mehreren Gruppen. Aber nein, also ich würde mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen und ein Ursprungsgebiet nennen. Nein, Ja. man nicht. Ich finde das unglaublich sympathisch, weil man im Internet unglaublich viele Spekulationen findet, ganz viele Videos von Leuten, die irgendwie einen halben Wikipedia-Artikel gelesen haben und dann ganz genau wissen, wo die Seevölker herkamen. Genau. Und Sie als Doktor sagen, man weiß es eigentlich noch nicht. Ja? Es gibt spannende Thesen, aber mit Sicherheit kann man es eben nicht sagen im Moment. Nein, nein. Es gibt keine stichfeste Evidenz für die Herkunft der Seevölkern. Und das bleibt auch so. Also natürlich kann man ja mit Halbwahrheiten, Halbfakten operieren, was auch viele tun, leider. Ja. Aber wenn wir uns als Wissenschaft verstehen und wissenschaftlich arbeiten wollen, dann ist es halt so, ja. Da die Aussagen sind irgendwann dann auch begrenzt, leider. In manchen Sachen, ja, wo wir keine Quellen, keine feste materielle Hinterlassenschaften haben. Manchmal wird ja gesagt, dass die Seevölker mit einem neuem Schwerttyp unterwegs waren, den Typ Naue 2.
Und der kommt anscheinend aus Europa, Mitteleuropa oder Balkan. Ist das Das zumindest richtig, ja? ist tatsächlich richtig. Wir haben, also im 13. Jahrhundert entwickelt sich dieser Schwerttyp, der sogenannte Griffzungenschwert, Typ Nauer oder Reutlingenschwert, oder es gibt verschiedene Bezeichnungen je nach Land. Und das war wirklich für die damalige Zeit eine große Neuerung, weil es ja eben nicht nur Stichwaffe ist, wie die allermeisten Schwerter oder Rapiere davor. Also in der mykenischen Zivilisation, also in der griechischen, ägäischen Zivilisation, haben wir schon natürlich davor diese Rapiere, die aber ausschließlich als Stichwaffe verwendet werden konnten. Und bei diesem Griffzungenschwert, bei dem Naue 2 Reutlingerschwert, ist es so, dass es ja auch diese Doppelfunktion gibt. Es ist eine Hieb- und Stichwaffe gleichzeitig, und das ermöglicht eine ganz, ganz andere Kampftechnik. Und das war wirklich die entwickelste Waffe dieser Zeit. Und wir haben in der Tat diese Riesenverbreitung, also vor allem über den europäischen Kontinent. Vereinzelt natürlich kommen solche Schwerter auch im östlichen Mittelmeerraum, aber wirklich vereinzelt. Also man kann nicht von irgendwelchen Massen sprechen. Ja. Also unter anderem beispielsweise auf dem schon vorher erwähnten Schiff von Uluburun wurde auch ein solches Schwert gefunden. Aber es ist nicht so, dass man sich jetzt irgendwelche Armeen vorstellen darf, die mit diesem einem Schwerttyp ausgestattet wurden. Also dafür haben wir einfach zu wenige. In Europa ist es ein bisschen anders. Also da ist die Fundzahl viel, viel größer. Und was natürlich sehr bemerkenswert oder faszinierend ist, dass sich diese Form von Skandinavien bis über Mitteleuropa, Italien, Frankreich, Balkan, Südeuropa überhaupt nicht ändert. Also es gibt eine bestimmte Länge zwischen 55 und 65 Zentimeter. Der Aufbau dieser Waffe ist identisch. Das heißt aber auch, dass es ein Wissen gegeben hat, ein allgemeines Wissen gegeben hat bei den Herstellern, bei den Leuten, die die Metall hergestellt haben, wie dieses Schwert auszusehen hat. Ja, das ist ja, und welche Funktion. Und natürlich, was man noch nicht vergessen darf, durch die ganzen chemischen Analysen wissen wir auch, weil, wie ich anfangs gesagt habe, Bronze ist eine intentionelle Legierung. Es muss auch ein bestimmtes Verhältnis von Kupfer und Zinn Ja. sein, damit diese Waffe sozusagen im Kampf überlebt. Also dass man ja auch damit kämpfen kann. Weil wenn Sie auf dem Schlachtfeld oder in einem Konflikt sind und ein Schwert haben, was beim ersten Wurf oder Hieb zusammenbricht, weil eben die Zusammenmischung nicht stimmt, dann ist es wirklich schlecht. Also insofern war es entscheidend, eine richtige Mischung zwischen dem Zinn, also die allermeisten Schwerter haben zwischen 9 und 11% Zinn. Alles darunter oder alles darüber ist nicht gut. Ist nicht gut für die Elastizität der Waffe, ist nicht gut für die Materialeigenschaften. Und es gibt natürlich Schwerter, die auch viel weniger Zinn haben, aber die sind sicherlich oder mit großer Wahrscheinlichkeit nicht im Kampf verwendet worden, sondern haben, wie wir das annehmen, als Statussymbole oder zu repräsentativen Zwecken gedient. Also, dass man nur zeigen kann, okay, ich habe die Waffe, aber ich benutze sie nicht oder ich kann sie gar nicht benutzen, weil sie dann gleich zusammenbricht. Ja. Also es gab zur Bronzezeit Experten, die sich sehr gut mit der Herstellung von Bronze auskannten. Und die waren untereinander anscheinend auch vernetzt, weil eben der Typ, wie Sie sagen, von Skandinavien bis zum Mittelmeerraum. Und dann ganz am Ende der Bronzezeit hat man dann anscheinend noch diese ideale Form eines Schwerttypens entwickelt, ja, diesen Typ Genau. Naue 2. Ja. Okay. Bleiben wir nochmal bei zwei Themen ganz am Ende der Bronzezeit, bevor wir dann mal an den Anfang springen. Ganz am Ende der Bronzezeit sollen sich ja zwei Dinge ereignet haben, die ja mit denen ja oft früher die Geschichtsschreibung überhaupt erst angefangen hat, nämlich der Exodus und der Trojanische Krieg. Fangen wir vielleicht mit dem Exodus an.
Kann man das überhaupt irgendwie archäologisch fassen? Also, was weiß man vom Exodus? Sie wissen das natürlich. Wenn man ja was beweisen will, dann sucht man ja gezielt nach den Fakten, die das unterstützen. Und wenn man es nicht beweisen will oder widerlegen will, dann sucht man ja gezielt nach der Evidenz, die dem nicht entspricht. Also insofern, es ist für mich eher eine Ansichtssache. Aber es gibt tatsächlich Menschenbewegungen in der Spätbronzezeit. Also wir reden da von der Spätbronzezeit, die wahrscheinlich eine Grundlage für diese spätere schriftliche Überlieferung gebildet haben. Ja. Und bei dem Trojanischen Krieg, also Troja ist ja lokalisiert worden, das befindet sich in der westlichen Türkei. Es ist eine riesengroße Anlage, die sehr lange von der Universität in Tübingen untersucht wurde, von Manfred Korfmann. Und das ist tatsächlich eine herausragende ägäische Stadt mit Mauern, mit der ganzen Infrastruktur. Und es gibt natürlich auch Hinweise, die auf Konflikte oder Auseinandersetzungen zeigen oder deutlich zeigen. Ob das jetzt in dem Ausmaß war, wie man das im Film oder in der Überlieferung von Homer dann lesen kann, das ist natürlich eine andere Frage. Also, aber es gibt eine historische Grundlage dafür, auf jeden Fall. Ja. Ich habe zu dem Thema Troja dieses Buch hier gelesen von Joachim Latax. Mhm. Und da möchte ich kurz was zitieren. Da steht nämlich: Ein Reich bronzezeitlicher Griechen war in der zweiten Hälfte des zweiten Jahrtausends eine expansive Macht im Mittelmeergebiet. Es griff im 15. Jahrhundert nach Kreta aus und trat nach der Ausschaltung der Minoer Seeherrschaft über die Ägäis Kretas Erbe auch in Kleinasien an. Es setzte sich in Milet fest. Von dort aus versuchte es sich weiter auszubreiten. Die mykenischen Fundstätten in der Umgebung Milets und die Pichumaradu-Affäre sprechen eine klare Sprache. Also Sie stimmen dem zu, es gibt eine historische Grundlage für diesen Troja-Mythos. Es gibt eine historische Grundlage dadurch, dass es die Stadt auch gibt. Also dass es ja auch die tatsächlich Bauten und Überreste von dieser Stadt gibt, die noch immer gegraben wurden. Es gibt eine sehr, sehr mächtige Stratigraphie in Troja, die uns sehr, sehr hilft, die Entwicklung in diesem Raum zu verstehen. Troja ist auch enorm wichtig für die Chronologie, weil es ja eben diese erhaltene Stratigraphie gibt, wo wir dann auch Änderungen der materiellen Kultur auch beobachten können. Wir können auch in Troja feststellen, dass sie Kontakte mit dem südosteuropäischen Raum hatten, also zwar nicht intensiv, aber immer wieder tauchen Funde auf, die dort fremd sind, also die man ja auch eher aus dem südosteuropäischen Raum kennt. Und ja, es gibt, wie gesagt, archäologische Fakten, die eine solche Hypothese, sage ich mal, vielleicht möglich machen. Ja. Ja. Ich lese noch zwei weitere Zitate aus dem Buch hier kurz vor, die ganz spannend sind. Einmal eine Keilschrift, Tafel bzw. ein Brief vom Hethiterkönig an die Griechen. Und da ist zu lesen, ein Krieg wäre nicht gut für uns. Und das zweite Zitat aus dem Buch selbst, da steht, der archäologische Befund zeigt klar, dass in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts in Milet ein Machtwechsel stattgefunden hat. An die Stelle der griechischen Oberherrschaft über Milet trat die hethitische Oberherrschaft. Und das wiederum, das folgert er in dem Buch, könnte sozusagen die Griechen aufgeschreckt haben. Ja, man hat diesen Vorposten verloren in Kleinasien. Das hat die Griechen dann aufgeschreckt, mobilisiert. Und das könnte dann zu dem großen Trojanischen Krieg geführt haben. Allerdings dann nicht in Milet, sondern eben an einer Stelle, die strategisch viel bedeutsamer war, nämlich an den Dardanellen, der Zugang zum Schwarzen Meer, wo Troja liegt. Wollen Sie dem etwas hinzufügen? Also halten Sie das für richtig, was er da schreibt? Es ist richtig, dass es zu diesem Wechsel gekommen ist. Was er aber weiterschreibt, das sind aber dann wiederum Annahmen. Ja? Ja. Also inwiefern das jetzt die Griechen tatsächlich
mobilisiert hat. Und wie gesagt, also man fängt von einem Fakt, von einer Tatsache an und dann, wenn Sie das weiter jetzt, wie Sie das weitergelesen haben, das ist für meine Ohren waren das dann eine Ansammlung von Annahmen, ja, ja für ja. die wir wiederum keine richtigen Beweise haben. Also ja. es liegt sicherlich im Bereich des Möglichen, aber es ist nicht nachzuweisen oder momentan noch nicht nachzuweisen. Aber diesen Wechselstaat gab es ja tatsächlich. Also natürlich berührt er auf der archäologischen Forschung. Konsequenzen und Folgen, ja, möglich ist es. Ja. Jetzt machen wir einen großen Sprung vom Ende der Bronzezeit ganz zum Anfang mal. Springen wir vielleicht mal in die Jungsteinzeit oder in die Kupferzeit. Was können Sie zu den ersten Bauern in Europa sagen und zu den Indoeuropäern, die ja später einwanderten, und wann und wie sich die vermischt haben? Was weiß man da so dazu? Genau. Also das ist auch eine wesentliche Sache, die am Anfang oder vielleicht sogar in der Kupferzeit begonnen hat und sich in der Frühbronzezeit fortgesetzt hat, sind diese Bewegungen der Population aus dem östlichen Raum, aus dem Steppenraum, die in linguistischer oder archäologischer oder jetzt ja auch in genetischer Forschung sehr gerne mit den Indoeuropäern gleichgesetzt wurden. Und es ist tatsächlich so, dass es da zwischen, sagen wir, 3000 und 2500, 2400 vor unserer Zeitrechnung haben wir auch wirklich archäologische, linguistische und genetische Nachweise über die Population, die aus dem Osten kommt und die wir dann also als Sammelbegriff als Indoeuropäer nennen. Natürlich haben sie sich selber nicht als Indoeuropäer bezeichnet, das ist ja unsere Bezeichnung. Aber das sind Menschen, die andere Genetik mitbringen. Archäologisch sind sie am besten feststellbar über die sogenannten Kurgane, über ihre Gräber. Also das sind so Grabhügel, die in dieser flachen Steppenlandschaft sehr herausstechen und sozusagen Monumente bilden. Was aber noch wirklich, was man sagen muss, wir haben viele von diesen Kurganen, also besonders im osteuropäischen Raum. Und das sind Riesenbauten mit 50 Meter Durchmesser, teilweise noch bis 4-5 Meter erhalten, wo wir aber 1 bis 2 Individuen haben. Ja, und wenn man das so zusammenrechnet, wie viele Individuen wir tatsächlich haben über diese Zeitspanne von, sagen wir, 600-700 Jahre, da kommen wir vielleicht auf 100-150 Individuen, ja, 200, ja, wenn es so kommt. Insofern, ja, es gab eine Bewegung, es gab eine Indoeuropäisierung, wenn man das auch unbedingt sagen will, aber es gab oder wir haben keine Massen. Wir haben keine Massen von Menschen, die vom Osten eingewandert sind und hier in Europa sich neu angesiedelt haben. Wir haben tatsächlich auch Beweise, sowohl genetische als auch archäologische, dass diese neue Bevölkerung sich mit der lokalen Bevölkerung vermischt hat. Also es gibt kaum Hinweise auf eine kriegerische Auseinandersetzung, auf Feindschaften oder so ähnliches, sondern wir haben Funde, die belegen, dass diese neue Bevölkerung oder Teile, weil es ist ja auch eine Geschlechtsfrage, wenn ich das sagen darf, das sind ja hauptsächlich Männer, mit denen wir zu tun haben, ja. Also ja. Diese östliche Komponente, diese indoeuropäische Komponente, können wir derzeit nur über die Männer fassen, ja. Wir haben in diesen Kurganen, in diesen Grabhügeln, dieser Zeit haben wir fast ausschließlich männliche Individuen, die bestattet wurden, auf eine sehr spezielle Art und Weise, die eindeutig nach Osten zeigt, also Richtung nördlich vom Schwarzen Meer. Das heißt, wir könnten einfach gesagt sagen, die heutigen Europäer sind Nachfahren von indoeuropäischen Männern und den Frauen der ersten Bauern Europas? Genau, also ja, also die Genetik hat uns natürlich sehr, sehr viel
neue Tatsachen jetzt geliefert, insbesondere in den letzten Jahren. Man muss aber wirklich sehr vorsichtig damit umgehen. Es sind sehr, sehr wertvolle Informationen, die aber oft, so mein Eindruck ist es, von Nicht-Fachexperten oder Leuten, die sich nicht so gut mit der Archäologie auskennen, missbraucht wurden, ja, und man oder überinterpretiert werden, ja. Überinterpretiert, genau. Also im Wesentlichen zu der Zeit, also nach dieser indoeuropäischen Einwanderung, besteht, wenn man sich die Genetik, also die bislang vorgelegte Genetik anschaut, haben wir die drei Komponenten. Wir haben diese Jäger-Sammler-Komponente, noch aus dem Paläolithikum. Dann haben wir diese anatolische Komponente, die mit der Neolithisierung, also mit der Jungsteinzeit zusammenhängt, wo wir auch Nachweise haben, dass die Menschen tatsächlich aus dem anatolischen Bereich nach Europa, über Südosteuropa eingewandert sind und diese neue Lebensweise mitgebracht haben mit der Sesshaftigkeit, mit der Ackerbau und Viehzucht. Und diese dritte Komponente ist eben diese indoeuropäische Komponente. Ja? Und wenn man sich jetzt die Ergebnisse anschaut von Untersuchungen, dann findet man immer diese drei Komponenten, aber in unterschiedlichen Verhältnissen. Ja? Dass man sagen kann, okay, bei der und der Bevölkerungsgruppe überwiegt, sage ich jetzt, anatolische Komponente, bei der indoeuropäische Komponente. Aber es ist auf jeden Fall eine Mischung. Spätestens seit dieser Zeit gibt es keine reine Bevölkerungsgruppen in Europa mehr. Also spätestens seit diesem Ankommen von östlichen Populationen in der ersten Hälfte des dritten Jahrtausends gibt es in Europa keine Bevölkerungsgruppen, die jetzt genetisch oder sowas rein wären. Ja, ja. Als die Indoeuropäer nach Europa eingewandert sind, waren die dort lebenden jungsteinzeitlichen Bauern ja schon längst in der Kupferzeit. Wann hat denn die Kupferzeit begonnen? Also der erste Nachweis über die Kupferproduktion, den findet man tatsächlich in südostlichen Europa. Also die älteste Mine, Kupfermine oder Kupferminen befinden sich in Ostserbien. Im Fundort, der Rudna Glava heißt. Und dort haben schon die Spätneolithiker, also die wir als Vinča-Kultur bezeichnen, haben Kupfer abgebaut und verarbeitet vor Ort. Und das ist 5500 vor unserer Zeitrechnung. Also unglaublich lange her, ja. Genau. Und das ist... Dann auch in Bulgarien gibt es ja auch sehr frühe Hinweise über den Kupferabbau. Also es wurde das Kupfererz wurde abgebaut, geschmolzen und daraus wurde Kupfer abgebaut. Und genau in dieser Region Ostserbiens haben wir auch geforscht oder forschen noch immer, weil das ist ja geologisch gesehen eine unglaublich reiche an Erz, insbesondere am Kupfererz reiche Gegend und Gold auch. Vor 2 Jahren ist da eine große chinesische Firma eingestiegen, Jinlin, hat das alles gekauft und beutet das aus, jetzt sozusagen Kupferlagerstätten in diesem Raum. Was uns interessiert hat jetzt konkret war, ob es auch in der Bronzezeit, weil für Bronze braucht man ja natürlich Kupfer als Rohmaterial, ob es auch in der Bronzezeit Kupfer abgebaut wurde. Und wir haben tatsächlich Nachweise gefunden, also von Installationen, wo Kupfererz verarbeitet und geschmolzen wurde. Und wir haben auch sowohl die Siedlungen als auch die Gräberfelder von dieser Population untersucht oder untersuchen noch immer besser gesagt. Ja. Vielleicht bleiben wir noch mal kurz bei der Kupferzeit. Da möchte ich nämlich gerne noch eine Frage stellen zu den Siedlungen damals. Mhm. Da entstanden ja große Siedlungen, anscheinend zuerst sehr groß in Serbien, kurz danach in Bulgarien und dann auch in der südöstlichen Ukraine, wenn ich das richtig gelesen habe. Genau. Das sind sehr große Siedlungen, also überraschend groß für die damalige Zeit. Aber ja, es sind noch keine Städte, die dann später entstanden sind in der Bronzezeit, wie Uruk mit Tempeln und Palästen oder ähnliches. Also was unterscheidet diese Großsiedlungen
Genau. Von echten Also, genau, das ist wiederum auch hauptsächlich durch die geophysikalische Untersuchungen ist überhaupt der Ausmaß von diesen Siedlungen bekannt geworden, weil sie können ja nicht so viel ausgraben, sondern durch die geophysikalische Prospektion hat man ja die Spuren von den meistens verbrannten Häusern gefunden und hat man gesehen, eben in der Tripolje-Kultur, in der Ukraine oder in der Moldau oder in Vinča-Kultur, wie groß diese sind, ja mehrere Hunderten von Häusern. Aber diese Häuser sind alle gleich. Die sind alle, die haben die gleiche Größe, die haben die sehr vergleichbare Ausstattung. Es gibt keine erkennbare soziale Differenzierung innerhalb von diesen Siedlungen. Die haben tatsächlich auch so naja, Wehranlagen oder Gräben, was ja auch für eine Gemeinschaft spricht. Aber was sie unterscheidet von diesen späteren Sachen, ist es, dass es keine Spezialisierung gibt innerhalb der Siedlung, also zumindest nicht erkennbare, dass die Größe der Häuser sehr gleich ist. Und deswegen redet man da nicht von Städten sozusagen. Ja? Das ist, und die liegen ja auch, die allermeisten von diesen Siedlungen liegen ja auch in der Flachebene, also in den Flussebenen. Und die können sich ja dann auch, also naturräumlich, das ist ja so, dass sie sich immer ausbreiten können. Es gibt ja keine Hindernis dazu. Während bei diesen ersten bronzezeitlichen Städten sind sie ja auf einem sehr begrenzten Raum. Und das ist ja schon dann, also wie gesagt, verlangt eine gewisse Organisation. Und insofern, das ist so der Unterschied zwischen der kupferzeitlichen oder spätneolithischen Großdörfern, Siedlungen und den bronzezeitlichen Protostädten oder protourbanen Siedlungen. Was glauben Sie, woran das liegt? Also was hat die Gesellschaft so verändert, dass dann in der Bronzezeit eben diese Spezialisierung geschehen ist? Die hätte ja eigentlich auch schon mit dem Kupfer geschehen können, oder? Ja, wobei, wie gesagt, also es, und diese Ungleichheit in der Gesellschaft. Genau. Das, aber naja, also ich muss wieder zurück auf diese Tatsache, dass Bronze nicht natürlich vorkommt, sondern erst gemacht werden muss. Also und diese ganze Produktion von Metall, von Bronze ist eigentlich eine Kette aus unterschiedlichen Gruppen, ja, die sich daran beteiligen. Zuerst haben wir die Leute, die in der Mine arbeiten und Kupfererz rausnehmen. Das ist ja sozusagen die eine Gruppe. Die zweite Gruppe ist dann die Leute, die wahrscheinlich oder wie wir jetzt wissen, sehr nah dieses Kupfererz verarbeiten, um zu Kupfer schmelzen, zu dem Barren schmelzen. Dann werden diese Barren weiter transportiert durch Händler in Regionen, wo man ja Werkstätte hat, die dann auch Zinn haben müssen, natürlich. Das ist ein anderes Netzwerk. Und dann, wie gesagt, dann haben wir die Bronzegießer, die Hersteller. Und dann haben wir noch die Leute, die das weiter veräußern und weiter verkaufen. Das ist schon eine, und dann haben wir noch den Bedarf, natürlich, ja. Also, die Konsumenten, die dann verlangen, also ich will so und so viel Schwerter, so und so viel Beile, so und so viel Sicheln, so und so viel Nadeln, so und so viel Fibeln und so weiter. Und das ist ja alles sozusagen, sind das unterschiedliche Teile einer Kette, ja? Das sind unterschiedliche Gruppen und nicht jeder in dieser Kette hat davon profitiert. Was wir jetzt gesehen haben bei unseren Untersuchungen, Leute, die unmittelbar an der Kupferproduktion beteiligt waren, wie unsere bronzezeitliche Gruppen in Ostserbien, und wir haben, wie gesagt, wie ich sagte, wir haben auch deren Gräberfelder gefunden. Die haben sich ausschließlich verbrannt und in Urnen bestattet. Und die haben weder in den Siedlungen noch in den Gräbern gibt es null Funde, die auf eine Akkumulation von Reichtum oder sowas hinweisen. Also das waren sehr einfache Gräber und einfache Siedlungen. Und die haben sicherlich nicht davon profitiert. Und wiederum muss ich eine Parallele zur heutigen Zeit ziehen, wo wir Gesellschaften haben, die unmittelbar an dem Rohstoffabbau beteiligt sind, profitieren nicht davon. Sondern es ist in der späteren Folge kommen die Händler, die davon dann letztendlich Profit ziehen. Ja, also das ist die eine Seite, die natürlich negativ klingt, ja, dass die nicht davon profitieren, die den Kupfer abbauen.
Auf der anderen Seite gab es ja in der reinen Kupferzeit ja noch gar keinen Reichtum, den man Reichtum nennen kann. Das heißt, der Reichtum der Bronzezeit kam ja dann erst durch die Spezialisierung. Genau. Und dass es Menschen gab, die mehr konnten als andere, die mehr Handelsverbindungen hatten als andere, die mehr Wissen sammeln konnten an bestimmten Orten, Werkstätten und so weiter. Und die konnten dann tatsächlich erstmals in der Geschichte reich werden. Genau. Also es gibt, muss ich ganz kurz sagen, es gibt natürlich auch in der Kupferzeit vereinzelte Fälle, wo wir von einem enormen Reichtum sprechen können. Das beste und das bekannteste Beispiel ist Gräberfeld von Varna an der Schwarzmeerküste in Bulgarien, wo wir eben Körperbestattungen haben, die mit unglaublich viel Metall und Gold ausgestattet sind. Also da hat sich schon zur Kupferzeit eine Gruppe herausgebildet, die ein enormes Reichtum an sich gezogen hat und mit ins Grab genommen hat, was ja auch sehr wichtig ist für uns natürlich, weil wir das auch finden können. Ja. Aber ja, in der Bronzezeit ist es dann tatsächlich, dieser Prozess wurde in Gang gesetzt, dass wir Gruppen haben, die sich bereichern, dass wir Individuen haben, die sich entweder durch ihre technologische Fähigkeiten und letztendlich auch durch vielleicht kriegerische Verdienste bereichert haben. Und dann haben wir diese erste Akkumulation von Reichtümern. Ja, das stimmt schon, ja, für die Bronzezeit. Ich habe bei YouTube einen Vortrag gehört von einem Archäologen. Ich habe den Namen jetzt nicht mehr im Kopf, aber der hat Hochkultur mit Ungleichheit in Verbindung gebracht. Tun Sie das auch, als dass seitdem es Spezialisierung und Ungleichheit gibt in der Gesellschaft, seitdem kann man dann auch von Hochkultur sprechen, weil es die Spezialisten gibt, die Schrift erfinden, die Schrift verwenden. Es gibt die Spezialisten, die Metall verarbeiten und. Ja. Besteht da, also ist vielleicht vom Bauchgefühl erstmal nicht so schön, aber kann man Ungleichheit mit Hochkultur in Verbindung setzen, jedenfalls archäologisch? Ja, es ist sicherlich kein verkehrter Ansatz. Ja, Ja, würde ich schon sagen, ja, dass es da irgendwelche Ausbeutungen oder Benachteiligte geben muss, damit überhaupt jemand profitiert und dann in der Lage ist, eben, also diese ganze Struktur aufzubauen, die dann letztendlich zur Schrift führt oder zu einer höheren Sozialorganisation oder Bewässerungsanlagen und so weiter. Also das ist schon, ja, im Kern ist es schon richtig, ja, dass es Benachteiligte geben muss. Ja. Klar. Und das spricht ja dann eigentlich dagegen, dass es in der Zeit davor eine Hochkultur gab an der Donau. Es gibt ja einige Leute, die sagen, es gab eine Art Donau-Zivilisation, die auch sehr früh schon eine Schrift entwickelt hat und so weiter. Was sagen Sie zu diesen Ideen, es hätte eine Donau-Zivilisation gegeben oder Alteuropa oft genannt? Genau, also das mit der Schrift ist berührt auf zwei Funden aus Rumänien. Das ist innerhalb von dieser Vinča-Kultur, die ich eben genannt habe. Das ist so die spätneolithische, frühkupferzeitliche Kultur, die wir da in dem südosteuropäischen Raum fassen können. Die haben wirklich wunderschöne Keramikfigurinen, eben diese zwei Täfelchen, wo man sowas wie Zeichensprache eventuell erkennen kann. Aber es ist keine Schrift in dem Sinne, weil es ja überhaupt nicht verbreitet ist. Ja, es ist ja nur, diese Tafeln sind in Tartaria gefunden worden und nirgendwo anders. Ja, also das spricht nicht, dass es überall dieses Schiff oder was auch immer diese Zeichensprache verbreitet war. Das war sicherlich eine sehr entwickelte Kultur, Vinča-Kultur, und die eben auch mit dem Kupferabbau begonnen hat, als erste in Europa überhaupt. Aber so prächtig und so mächtig diese Kultur auch war, so schnell ist sie auch verschwunden. Also sie ist dann ab der mittleren Kupferzeit haben wir dann nichts mehr, was wir mit Vinča-Kultur auch überhaupt in Verbindung bringen können. Also es gab diese spätneolithische, frühkupferzeitliche Vinča-Kultur, die war sehr weit verbreitet. Sie zeichnet sich auch durch sehr hohe Qualität an, weiß ich, Keramik aus oder an diesen wunderbaren Figurinen, menschlichen und Tierfigurinen.
und eben Kupferabbau und große Siedlungen. Ja, das gab es ja schon, aber Zivilisation. Aber also, diese Zeichen, wenn es denn eine einfache Schrift war, wenn, dann war das ja nicht auf dem Niveau wie beispielsweise in Uruk, wo im Laufe des 4. Jahrtausends die Teilschrift entwickelt wurde, wo man ja Gedichte mit aufschreiben konnte, Geschichte, Verwaltung, ähnliches. Wie gesagt, das ist eine vereinzelte, bislang vereinzelte, aber Gwinscha ist schon sehr, sehr gut untersucht worden. Und das ist bislang ein vereinzelter Fund von diesen Täfelchen, wo man ja auch überhaupt nichts anfangen kann mit dieser Zeichensprache. Also, oder ist es überhaupt eine Zeichen? Es sind irgendwelche Zeichen eingeritzt worden. Aber dadurch, dass wir keine Vergleiche dazu haben, wir wissen nicht, was die bedeuten. Ist das eine vielleicht lokale Sache oder für diese Region? Aber wir haben im Bereich der Windscha-Kultur nicht diese Ausbreitung der Schrift. Das kann ich schon dezidiert sagen. Also das alles andere ist nur Spekulation und nicht wissenschaftlich fundiert. Ja. Kommen wir zum Thema Krieg und Gewalt. Da habe ich von Steven Pinker das Buch gelesen, Gewalt, eine neue Geschichte der Menschheit. Und er stellt darin dar, dass es wohl sehr gewalttätig war in der Jungsteinzeit schon. Also da gab es wohl auch Massaker und es wurden ganze Dörfer komplett ausgelöscht, umgebracht. Und dann erst im Laufe der Zeit setzte eine Art Zivilisierung ein, aber über Jahrtausende. Und bis heute ist es sozusagen mit jedem Jahrtausend weniger geworden an Gewalt. Was sagen Sie dazu? War es früher in der Jungsteinzeit, Kupferzeit und so weiter tatsächlich sehr viel gewalttätiger als dann später? Ja, man kann es ja nicht bestreiten. Es gibt ja diese Funde von Massenbestattungen, ist vielleicht übertrieben zu sagen, aber also Massengräbern und so weiter, wo man ja sieht, dass die Leute aus einer bestimmten Siedlung gewaltsam umgebracht wurden und nur so verscharrt wurden, ohne richtige Bestattung. Sicherlich kann man das sagen. Aber was viele immer wieder vergessen, ist der Umgang mit dem Tod. Ja, also der Umgang mit dem Tod aus unserer Perspektive und aus einer prähistorischen, wenn Sie wollen, Kupfer- oder Bronzezeitlichen Periode, das kann man überhaupt nicht vergleichen. Ja. Also das ist ja der Umgang mit dem verstorbenen Mitglied einer Gemeinschaft, wie wir es praktizieren und da, was in der Bronze, auch später in der Eisenzeit, wie es belegt wurde, das sind zwei komplett unterschiedliche Sachen. Ja? Das ist ja überhaupt nicht miteinander zu vergleichen. Und wenn man es natürlich mit unseren Augen, aus der Perspektive des 20. Jahr oder 21. Jahrhunderts betrachtet, es sind ja sehr grausame Sachen und sehr grausame Praktiken, auch was man ja mit dem Körper gemacht hat. Aber wie gesagt, in einer unaufgeklärten Welt, sage ich mal jetzt aus der rein wissenschaftlichen Sicht, wie Bronzezeit, ist es ja, der Tod ist ja ganz, hat einen ganz anderen Stellenwert als bei uns, ja. Und wir wissen schon, also wir haben viele Hinweise auf die sekundäre Bestattungen, insbesondere in der Bronze- und Eisenzeit, dass die Menschen eine Zeit lang vorübergehend bestattet wurden, dann wurden die Knochen genommen, dann nur Teile der Knochen rausgenommen und dann woanders bestattet worden. Also wir haben jetzt beispielsweise bei unserem Gräberfeld, was wir letztes Jahr in Bosnien ausgegraben haben, ein Grab mit einem Kinderschädel, 4 bis 5 Jahre alt. Und in diesem Grab gab es ja keine anderen Knochen. Es war nur der Kinderschädel in einer aufrechten Position bestattet wurde. Also sicherlich vom Körper getrennt wurde und in dieses Grab niedergelegt wurde. Also das sind die Praktiken, die uns, wie gesagt, grausam erscheinen. Aber es ist sicherlich, hat es einen für die damalige Menschen einen Sinn und Zweck gehabt in ihrer Auffassung der Welt. Ja, jetzt haben Sie vorhin schon erwähnt, dass im Laufe der Kupferzeit beziehungsweise in der frühen Bronzezeit die Siedlungen sich verlagert haben, also weg von den großen Siedlungen direkt an den Flüssen und Ebenen. Ich möchte in dem Zusammenhang gerne eine These vortragen. Ich bin gespannt, was Sie dazu sagen. Wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir festgestellt haben, dass es seit der frühen Bronzezeit sozusagen erste Fürsten gibt, erste Fürsten, die
die reich sind, ja, Menschen, die reich sind. Und auf der anderen Seite gibt es ja auch dieses Phänomen im Laufe der Kupferzeit bzw. frühe Bronzezeit, dass sich die Siedlungen verlagern von den Ebenen, von den Flüssen zu Hügeln. Hügeln, die man besser verteidigen kann. Mhm. Jetzt haben wir uns gerade auch drüber unterhalten, Stichwort Steven Pinker, sein Buch über die Geschichte der Gewalt. Könnte es sein, dass diese ersten Fürsten eben keine Ausbeuter waren, wie häufig behauptet wird, sondern dass diese ersten Fürsten für etwas gesorgt haben, was ja auch heute noch die wichtigste Aufgabe eines Staates ist und auch gleichzeitig ein Grundbedürfnis, das befriedigt werden soll, nämlich Sicherheit. Also könnte es sein, dass diese ersten Fürsten keine Ausbeuter waren, sondern Beschützer. Mhm. Ja, von wem? Da will ich gleich anschließen. Von den Menschen, die in der Siedlung leben. Ja, ja, Beschützer von wem? Also wer ist der Angreifer sozusagen? Ja? Von wem kommt die Bedrohung? Das ist ja, glaube ich, auch wichtig zu wissen. Also warum hat man ja dieses Bedürfnis, sich zu verteidigen, sich zu also die Siedlungen zu befestigen? Und ja, Sie haben ja recht, diese Höhensiedlungen, die sind ja leichter zu beschützen, aber andererseits verschaffen sie auch natürlich einen viel besseren Überblick über eine bestimmte Region oder eine Kleinregion, die wir auch gerne als Siedlungskammer bezeichnen. Also man kontrolliert die Ein- und Ausgänge aus einem bestimmten Tal und das ist ja sicherlich Kontrolle und Verteidigung zugleich. Ja, also das ist schon möglich, dass es solche Persönlichkeiten gab, die in der Lage waren, das zu organisieren. Aber es stellt sich immer die Frage, wie viele Menschen können sie mobilisieren? Also wie viele Menschen lassen sich mobilisieren für einen bestimmten Zweck? Ja? Also diese Verteidigungsanlagen, diese mächtige Verteidigungswelle, das ist ja wirklich, wenn man ja davor steht, da sieht man ja, das ist ja nicht in einem Tag zu machen oder in einer Woche zu machen. Da bedarf es schon Menschenmengen, also die Menschen müssen mobilisiert werden, sie müssen einen Sinn und Zweck finden in dem, was sie ja leisten, was sie ja machen. Ja? Und ja, wenn bestimmte Individuen, Persönlichkeiten durch wiederum vielleicht mit Hilfe von dem, was wir auch gerne in diese religiöse Sphäre irgendwie bezeichnen, also Priester ist vielleicht übertrieben, aber Menschen, die sich mit der Spiritualität wahrscheinlich ein bisschen mehr auseinandergesetzt haben, wenn sie in der Lage sind, Gruppen zu mobilisieren und ein Gemeinschaftsgefühl zu schaffen, ja, dann entstehen halt haben wir einen Keim von einer Protogesellschaft sozusagen, ja, das ja, die sich von einer hierarchischen aber Protogesellschaft, wo wir schon klar gegliederte Rollen haben von Leuten, die führen und dann von den Vorarbeitern und den Arbeitern und den sozusagen, ja, das passiert genau, wie Sie das gesagt haben, zu dieser Zeit. Und das hat sicherlich auch was mit den Bewegungen zu tun, die wir vorher angesprochen haben. Also aus dem östlichen Steppenraum, dass da neue Menschen kommen und dass diese Gefahr wahrscheinlich zuerst groß war. Man hatte das Bedürfnis, sich zu verteidigen, aber auch später natürlich mit den Innenentwicklungen. Ja? Also es ging um Zugang zu den Ressourcen, Kontrolle der Handelswege. Man darf auch nicht natürlich vergessen, dass die Menschen an sich auch eine Ware sind oder waren zu dieser Zeit. Also ich rede von Sklaven oder versklavten Menschen, die es auch sicherlich gegeben hat. Also es geht um die Kontrolle und Beherrschung der Ressourcen, der Handelswege, der Kommunikationen. Und das ist das, was natürlich dann, was wir das kulminiert in einem Bild eines Anführers, ja. Das ist schon so, wie Sie es in etwas skizziert haben. Lassen Sie uns noch mal kurz bei dem Thema Krieg bleiben, bei dem unangenehmen Thema. Vielleicht ist auch eine gewisse Erkenntnis
unangenehm. Jedenfalls habe ich das bei Peter Turchin gelesen. Mhm. Er spricht von der schöpferischen Zerstörung. Und aus der Antike kennt man ja auch diesen Spruch, Vater aller Dinge. Was denken Sie? Also war der Krieg bzw. der Wettbewerb zwischen verschiedenen Reichen, hat das zu Fortschritt geführt? Also zum Beispiel Waffentechnik hat sich verbessert, weil Reiche gegeneinander gekämpft haben und so weiter. Ja, das ist wiederum die Frage, wie man Fortschritt definiert. Es gab ja natürlich diese großen oder kriegerischen Auseinandersetzungen. Also wir haben ja diesen Fundort Tollensetal in Mecklenburg-Vorpommern, wo es wirklich viele, viele Funde gibt, die auf eine Schlacht hinweisen. Eine spätbronzezeitliche Schlacht hat da dort stattgefunden. Im heutigen Mecklenburg-Vorpommern? In Mecklenburg-Vorpommern, genau. Und also es gibt da Skelettteile, Waffen zerstört, also beschädigte Waffen und so weiter. Es ist wirklich viel, viel, viel Evidenz da für eine Großschlacht, dass die da stattgefunden hat. Oder mehrere Schlachten mittlerweile, glaube ich, geht man ja von mehreren Auseinandersetzungen aus. Aber Fortschritt, wie gesagt, es gibt ja mittlerweile ein paar Kollegen, die sagen, dass der Niedergang hat ja schon eigentlich mit dem Neolithikum begonnen. Das ist ja auch eine These, die man so in den Raum stellen kann, also dass diese Sesshaftigkeit und Kultivierung und das ist einfach Anfang des Niedergangs ist, ja, dass es seitdem sozusagen abwärts geht mit dem Fortschritt und der Zivilisation, weil es ja eben zum Krieg und geführt hat. Ja, also auf der anderen Seite weiß man ja auch von Naturvölkern, beispielsweise auf Borneo, dass die ja auch Kriege führen. Ja. Genau. Ja, also technologisch sicherlich, also wenn man ja diese ethische und moralische Komponente ausschließen darf, sicherlich technologisch, ja, also die Auseinandersetzungen, die Kämpfe führen zur Verbesserung der Technik, die Verbesserung der Technik muss natürlich auf handwerklicher, geschichtlicher, auf entwickelten Handwerk berühren und so weiter. Also es ist alles miteinander verbunden. Ja, das führt sicherlich zu einem technologischen Fortschritt, was die Entwicklung der Waffen oder der Gerätschaften oder der Verteidigungsanlagen betrifft. Ja, sicherlich, ja. Kommen wir zu einem schöneren Thema, nämlich den Fernhandel. Welche Waren wurden denn damals in der Bronzezeit gehandelt? Und vielleicht noch viel spannender, wo kamen die denn her? Genau, das ist wirklich ein Phänomen, oder mit dem ich mich auch in meiner Forschung sehr intensiv befasse, auch durch ein Forschungsprojekt, das ich gerade leite. Also es geht bei unserem Projekt geht es um Kupfer sozusagen, weil wir haben ja nachgewiesenermaßen große Kupferabbaugebiete in Europa. Einmal in Mitterberg, in Salzburg, in Österreich, wo es seit dem 17., 18. Jahrhundert vor Christus wirklich tonnenweise Kupfer abgebaut wurde. Dann haben wir noch in Trentino, in Norditalien, auch viele Beweise, viele Schlackenhalden, viele Minen, viele Schmelzplätze aus der eben mittleren und Spätbronzezeit. Und dieses Kupfer wurde wirklich europaweit gehandelt. Was aber jetzt wirklich merkwürdig ist, dass wir Regionen haben, wie eben Balkan oder Transsilvanien oder jetzt konkret bleiben wir auf dem Balkan, wo wir zu dieser Zeit wirklich viele, also es nicht nur zu dieser Zeit, sondern es gibt geologisch gesehen viele Kupfervorkommen dort. Aber ab einem bestimmten Zeitpunkt, ab dem 14., 15. Jahrhundert, haben wir eine komplette Ignoranz dieses heimischen Kupfers, sondern die einheimischen Werkstätte in dem ganzen Balkan werden mit dem Kupfer aus Trentino versorgt, also bis nach Mazedonien unten. Obwohl diese Gemeinschaften selber in der unmittelbaren Nähe der bekannten Kupfer liegen. Weil, wie gesagt, wie ich vorher gesagt habe, in der Kupferzeit und in der frühen Bronzezeit
haben wir wirklich Nachweise, dass dort Kupferbau und Kupferproduktion stattgefunden hat. Aber ab dem 15. Jahrhundert ändert sich, 16. Jahrhundert sagen wir, ändert sich das schlagartig, indem dieses Monopol entsteht sozusagen, ja, dass wir wirklich in allen Objekten, die wir beprobt haben, und das sind nicht wenige, das sind über 1000 Objekte, die wir mittlerweile beprobt haben, analysiert haben, dass wir fast ausschließlich Kupfer aus Trentino finden. Okay. Könnte man das vergleichen mit Waren, die heute vielleicht aus China kommen, ja, weil sie günstiger sind, die man aber genauso gut auch hier herstellen könnte, aber für einen höheren Preis? Das wäre wirklich die naheliegende Erklärung, die ich mir momentan, das sind die Ergebnisse, sind relativ frisch. Wir haben sie jetzt neulich publiziert bei Plus One. Warum? Ja, das stellt sich die ganz simple und blöde Frage, warum? Warum verzichte ich jetzt auf das Kupfer, was mir sozusagen vor der Haustür liegt, und stattdessen importiere ich, zwar nicht über einen kurzen, wir haben vom 15. bis zum 9. Jahrhundert verfolgen wir diese Tendenz oder diese Richtung, dass das Kupfer aus Trentino jetzt konkret den ganzen Balkanraum versorgt hat. Ja. Andererseits haben wir Bernstein, der also bekanntermaßen aus dem Baltikum, aus dem Nordseebereich kommt. Und dieser Bernstein wird halt im Mittelmeer gefunden, in Norditalien gefunden, auf Zypern, auf Kreta gefunden. Und das ist der analytisch nachgewiesene Bernstein aus dem Ostseebereich, ja, aus dem Baltikum. Ja. Und dann haben wir Zinn. Weil Zinn gibt es ja nicht so viel. Also Zinn ist ja natürlich notwendig für die Bronze, aber wir haben ja Zinnvorkommen nur isoliert, einmal in Cornwall, in England, in Afghanistan, ein bisschen im Erzgebirge noch. Aber das sind ja Netzwerke, Handelsnetzwerke, die wirklich den ganzen Kontinent umspannen und wahrscheinlich auf unterschiedlichen Ebenen laufen. Ja? Weil wie wir jetzt gesehen haben, Kupfer für Balkan in der Spätbronzezeit kommt aus Norditalien. Aber diese Handelsbeziehung beeinflusst nicht so sehr oder minimal die kulturellen Ausprägungen dieses Raumes. Ja? Also dieser Handel mit dem Rohstoff findet auf einer Ebene statt, der kulturelle Austausch findet auf einer anderen Ebene statt. Das sind so Bereiche, die wir jetzt gerade noch irgendwie in den Anfängen erkennen, weil früher hat man das immer so, aha, okay, Kontakt mit Italien, okay, kommen Leute aus Italien, bringen ihren Schmuck und so weiter. Also das hat man sich sehr einfach vorgestellt und die Sachen sind sehr komplex und ja, das ist offenbar noch viel, viel mehr zu machen und Zudem sind wir ja in den letzten 20 Jahren ja auch nicht zu Chinesen geworden, nur weil wir ganz viele chinesische Produkte einkaufen. Ganz genau. Ja. Das ist wirklich ein sehr guter Vergleich, obwohl wir mit chinesischen Sachen sozusagen umgeben sind. Also alles, was diese ganze Technik, mit der wir jetzt benutzen, aber das macht uns ja nicht zu Chinesen. Da haben Sie recht, ja. Bei Fernhandel war es dann wahrscheinlich auch irgendwann mal sehr hilfreich, dass man nicht alles selbst tragen muss. Ja, irgendwann hat man dann auch Tiere domestiziert, das Pferd beispielsweise. Das konnte man als Lasttier benutzen. Mhm. Man konnte das Pferd aber auch vor einen Wagen spannen. Deshalb möchte ich gerne eine Frage stellen, über die man sich ja schon sehr lange streitet und vielleicht auch noch weiter streiten wird. Mhm. Wann und wo wurde denn das Rad erfunden? Ja, also es gibt schon im Neolithikum, die ersten Räder waren ja aus Holz, ja, also die allermeisten. Das ist ja so, dass die Erhaltungsbedingungen in den allermeisten Regionen von Europa so sind, dass sich das Holz nicht erhalten kann, ja. Nur ausnahmsweise, wenn es so feuchte Sumpfgebiete gibt oder wo halt kaum Sauerstoff kommt, haben wir das Glück, dass wir holzerne Gegenstände, unter anderem auch Rad,
finden konnten. Und das gibt es ja schon seit dem späten Neolithikum, gibt es ja Rad. Es gibt ja Wagenmodelle aus der Kupferzeit, die eindeutig, also vierrädrige Wegen, die man, es gibt eindeutig ab Neolithikum gibt es ja Wagen und Rad und zunächst durch Ochsen natürlich betrieben, nicht durch Pferd, aber später kommt auch Pferd hinzu. Aber Ochsenkarren, wir haben Spuren von Ochsen, von Wegen, also den sogenannten Rettungsgrabungen, wo man ja beispielsweise eine neue Straße, eine neue Autobahn baut, da muss man ja große Flächen vorher untersuchen. Bei diesen groß geöffneten Flächen hat man ja auch Spuren von Wagen gesehen. Ja. Insofern gibt es ab Neolithikum sicherlich Wagen in Europa, ja. Ja. Als Transportmittel zumindest. Ja. Was weiß man von den Religionen der Zeit? Ich habe ja vorher über den Umgang mit dem Tod gesprochen. Das ist ja sicherlich ein Kernteil der Religion, ja. Also die Beschäftigung mit der Frage, was mit uns nach dem Tod passiert. Also das ist, glaube ich, im Kern von jeder Religion. Wir haben ja eben diese Zeit, die Spätbronzezeit in Europa ab dem 15. Jahrhundert insbesondere, wo die Verbrennung der Körper sich ziemlich schnell ausgebreitet hat über ganz Europa. Und zwar in unterschiedlich, es gibt wirklich nur wenige Regionen in Europa, die das nicht akzeptiert haben oder angenommen haben, diese Sitte der Verbrennung. Und deswegen heißt es ja auch die Urnenfelder Zeit. Was haben die dann gemacht, die anderen? Die haben weiterhin Skelett bestattet, also Körperbestattungen gemacht. Weil ich habe vor kurzem gelesen, dass dann später in der Eisenzeit bei den Etruskern beispielsweise oder dann auch nach und nach bei den Kelten, dass da eine Veränderung festzustellen war, eben von der Verbrennung hin zu der Körperbestattung. Das heißt, genau. Das war eigentlich ein Zurück, weil es das davor schon mal gab. Natürlich, es gab ja auch seit dem Neolithikum gab es ja schon Brandbestattungen. Ja? Also in der Kupferzeit gibt es ja auch Brandbestattungen. Aber es gibt eben Brand- und Körperbestattungen. Ja? In der und ab der mittleren Bronzezeit, sagen wir, ab dem 15., 16. Jahrhundert haben wir dieses Phänomen, das wirklich nahezu in ganz Europa ausschließlich über 600 Jahre Brandbestattung praktiziert wurde. Ja? Ja. Also es gibt natürlich immer wieder Ausnahmen, aber wir haben diese groß angelegten Urnengräberfelder. Und das ist ja auch, zeigt natürlich, wenn wir alle verbrannt sind, dann sind wir auch alle gleich. Ja? Also das ist ja auch eine Vorstellung, wahrscheinlich die was mit Jenseits zu tun hat. Wenn wir über die religiöse Symbolik sprechen, der Bronzezeit oder der Spätbronzezeit insbesondere, da kommt dem Wasservogel eine große Rolle zu. Ja? Der Wasservogel hat eine entscheidende ikonografische und symbolische Rolle in der Spätbronzezeit. Es gibt Gründe dafür natürlich. Ja. Der Wasservogel an sich hat ja diese Fähigkeit, dass er in allen drei Elementen sich bewegen kann. Also er kann fliegen, kann laufen, zwar nicht gut, aber kann laufen und kann im Wasser schwimmen. Und das ist ja sozusagen der erste Teil. Der zweite, noch ein viel, viel wichtiger Teil ist natürlich, dass der Wasservogel oder die allermeisten Wasservögel sind im Spätherbst nicht mehr da und kommen im Frühling wieder zurück. Und das ist natürlich eine Vorstellung, die man, also dass die Winterzeit kommt, der Winter kommt, also Zeit des Todes, wenn man so, der Tod der Natur im Winter wird zusammen verbunden mit dem Weggang der Wasservögel, der Zugvögel. Ja. Und im Frühling kommen sie wieder zurück und bringen das Leben wieder zurück. Ja? Interessant, okay. Mhm. Genau, das ist diese Symbolik der Wasservögel, die sehen wir wirklich so tausendfach dargestellt, unterschiedliche Formen der Wasservögel. Die hat was mit der Erneuerung, mit den Zyklen der Natur zu tun, mit der Sonne was zu tun natürlich. Und wie gesagt,
bis hin von Darstellungen auf der Keramik, im Metall, bis hin zu den Modellen. Also wir haben ja diese Modelle von Wegen, die von einem Wasservogel gezogen werden, sozusagen. Und das ist ja sozusagen, viele, viele begründen, dass es ja so der Ursprung dieses Apollon-Mythos ist, der den Sonnenwagen sozusagen über den Himmel zieht. Ja. Also das ist da in der Spätbronzezeit ist das sehr, sehr ausgeprägt. Und dann haben wir noch ein weiteres Phänomen, was ja auch mit Religion verbunden ist, das ist diese Deponierung, also massenhafte Deponierung von Metallgegenständen. Das sind sogenannte Hortfunde. Es gab ja immer, oder es gibt noch immer so einen kleinen Streit oder Auseinandersetzung in der Fachwelt, ob diese Metalle dann sozusagen aus Not geborgen wurden, weil es eine unmittelbare Gefahr gedroht hat. Und dann hat man ja die Sachen versteckt, seine wertvollen Sachen, seine Metalle versteckt. Oder es gibt eine andere Erklärung, die ich eigentlich viel sinnvoller finde, dass es ja eine Art rituelle Opferung oder Entfernung von Wertgütern ist. Ja? Das ist ja, weil diese Hortfunde sind in ihrer Zusammensetzung so ähnlich, dass es nicht einfach ein Produkt, ein Zufallsprodukt sein kann. Ja? Also wenn man ja schnell was irgendwie verstecken muss, dann sucht man sich nicht ganz genau 4 Beile, 2 Sicheln, 5 Schwerter und so weiter aus. Und das ist ja in der Struktur über weite Teile Europas so ähnlich, dass man da wirklich ein Muster darin erkennen kann. Und das ist, wie ich meine, sicherlich eine Absicht, eine intentionelle Veräußerung der Gegenstände, die man ja dann in einem religiösen Akt oder entfernt hat oder der Erde wieder zurückgegeben hat. Und welche Absicht könnte dahinter stecken? Dieses der Erde das zurückgeben? Nein, also das gibt's ja tatsächlich noch ethnografische Studien bei den nordamerikanischen Indianern insbesondere, die eine ähnliche Praktik machen. Und es geht darum, eine Gleichheit zu schaffen. Ja, es geht darum, wenn sich zu viele Sachen akkumulieren, die müssen halt entfernt werden, damit wieder ein Gleichgewicht in der Gesellschaft entsteht. Also das ist sozusagen aus dieser ethnografischen Beobachtung die Schlüsse, die wir ziehen können. Aber ja, es hat sicherlich was mit der Schaffung der neuen gesellschaftlichen Ordnung zu tun. Aber auch verbunden natürlich mit religiösen Hintergrund, ja. Ja, ja. Interessant. Man hätte ja auch den Reichtum verteilen können zu gleichen Teilen, aber stattdessen wird der Reichtum entfernt aus der Gesellschaft. Interessant. Genau. Okay. Und das ist eine solche Anzahl an Objekten. Also es gibt in Rumänien einen Hortfund, der fast eine Tonne wiegt. Und er besteht aus 15.000 Objekten. Also wie gesagt, es sind wirklich große, große Ansammlungen von Objekten, wo man ja auch natürlich nicht auf einen einzelnen Individuum das zurückführen kann. Das muss ein Akt der Gemeinschaft sein, sozusagen. Ja? Also es wurden sicherlich Sachen über längere Zeit gesammelt und dann in einem rituellen Akt wieder deponiert. Ja. Das ist wirklich sehr, sehr faszinierend. Und weil man ja eben, man macht sich ja so viel Mühe, an dieses Metall zu kommen. Und dann sieht man ja auch eindeutig, wie diese Gegenstände ihrer Funktion entnommen wurden. Man hat die Schwerter zusammengebogen, man hat die Beile zerhackt, man hat die Sicheln zerhackt und dann meistens in einem Gefäß oder in einem organischen Behälter in die Erde wieder vergraben. Ja, spannend. Vielleicht direkt mal 3 kurze Fragen hintereinander. Was weiß man von der Medizin der Zeit? Welches Gebäude der Bronzezeit war wohl damals in Europa das größte? Und welche Verbindungen gibt es von den Europäern auf dem Balkan mit den Minoern? Okay, Medizin, das war jetzt auch durch die Corona-Pandemie wiederum ein Thema, was hochgekommen ist in der Archäologie. Da, wo man ja Skelette hat,
Aber für die meiste Zeit der Spätbronzezeit hat man ja keine Skelette, weil es ja verbrannte Überreste sind. Da kann man ja auch keine genetischen Untersuchungen machen. Aber da, wo man die Skelette hat, hat man sich sehr intensiv mit den Seuchen wieder auseinandergesetzt in der Bronzezeit oder in der Vorgeschichte allgemein. Also es wurde die Pest nachgewiesen, dass es die Pest schon gegeben hat. Wir haben auch, aber das ist ja auch wiederum eine Geschichte, die seit dem Paläolithikum eigentlich ist, dass wir Spuren an den Skeletten haben, die von Operationen zeigen, das von den Eingriffen zeigen. Wir haben sicherlich eine sehr, sehr viel stärkere Nutzung der Heilpflanzen, als wir sie jetzt haben. Wir haben Nachweise über Opium, schon ab der mittleren Bronzezeit, wahrscheinlich zum Teil nur aus Rauschmittel, aber zum Teil auch aus Beruhigungsmittel oder schmerzlinderndes Mittel. Das ist wiederum durch chemische Analysen nachgewiesen worden, dass es Opium gegeben hat. Also ja, also das ist so, was man ja über die Medizin kurz sagen kann. Das größte Gebäude in Europa. Das größte Gebäude in Europa. Gebäude. Gab es irgendeinen Palast oder einen Tempel? Also das einzelne Gebäude. Es gab es. Also was natürlich. Festungsanlagen? Wollte ich gerade sagen. Also was es jetzt in dem östlichen, südöstlichen Karpatenbecken jetzt eine, es gibt Forschungen zu diesen Megasites, also aus der Spätbronzezeit. Das sind wirklich unglaublich große Anlagen, die mehrere hundert Hektar umfassen. Wow. Wo man ja auch irgendwie Abgrenzungen oder Befestigungen auch ausgegraben hat. Und das sind ja sicherlich abgetrennte, geschlossene Räumlichkeiten mit zum Teil Riesentoranlagen, Riesenzugangsanlagen. Aber man hat innerhalb von diesen Räumlichkeiten sehr wenig Siedlungsbefunde ausgegraben. Also das waren sicherlich Versammlungsorte. Solche große Versammlungsorte gab es ja sicherlich, ja. Also, aber ob sie dann dauerhaft benutzt wurden, das ist eine andere Frage. Also es gibt da im rumänischen und serbischen Banat gibt es ja diese Riesenanlage aus dem 12. 13. Jahrhundert, die sehr, sehr beeindruckend sind. Aber es gibt kaum Beweise, dass sie als dauerhafte Siedlungen benutzt wurden. Ja. Dann ja, die Kontakte also, Minoa und Balkan. Weiß man aber durch Funde natürlich, es gibt Einzelfunde, die auf diesen Kontakt hinweisen. Ganz simpel, wenn sie einen Dolch in Serbien finden, der von der Form, also an die minoischen Dolche, also sehr ähnlich ist, dann nimmt man an, aha, okay, diese Leute hier aus Serbien hatten einen Kontakt, also jetzt ist wiederum die Frage, ob sie unmittelbaren Kontakt mit der Ägäis hatten oder gab es ja Zwischenschritte dazwischen, ob es da Leute, die Vermittlerrolle gegeben hat. Und da hilft es beispielsweise, eine chemische Analyse zu machen und zu sehen, ob dieser Dolch aus dem Rohmaterial hergestellt wurde, der damals in der Ägäis üblich war. Oder ob es aus dem einheimischen Rohstoff Kupfer in diesem Fall gemacht wurde. Das ist schon ein guter Hinweis. Also, wenn wir sagen, aha, okay, das ist das Kupfer aus Zypern, was zu der Zeit meistens in der Ägäis verwendet wurde, man kann schon sehr stark annehmen, dass dieser Dolch eben dort hergestellt wurde und durch irgendwelche Kontakte nach Serbien gekommen ist. Wenn es aber Kupfer aus Serbien ist, das lokale Kupfer oder von woanders, dann können wir sagen, aha, okay, dieser Gießer hier hat eine Idee von einem ägäischen Dolch gehabt und hat sie mit dem einheimischen Rohstoff gemacht. Ja? Ja. Also Kontakt hat es gegeben, aber auf welcher Ebene und wie intensiv, das bleibt dann im Einzelfall zu entscheiden. Ja. Seit
einigen Jahren macht die sogenannte Oasenkultur aus Turkmenistan große Schlagzeilen. Können Sie da irgendwas Neues dazu sagen? Leider nicht. Leider nicht. Also ich hab davon gehört und gelesen, aber ich habe mich jetzt nicht so in die Forschung da vertieft. Ja. Nee. Okay. Können Sie etwas zum Schiffsbau der Bronzezeit sagen? Okay, da haben wir einerseits die Schiffwracks natürlich, wie Uluburun, den wir schon erwähnt haben, Neue Kaledonien auch, und natürlich haben wir die Darstellungen, ja, also von den skandinavischen Felsenbildern bis zu den mykenischen, minoischen Vasen oder Gefäßen, wo wir die Schiffdarstellungen haben, da können wir schon sehr, sehr gute Schlüsse über die Konstruktion der Schiffe machen. Viele, nicht viele, aber einige Schiffe sind auch nachgebaut worden und haben sich wirklich als gut erwiesen. Ja? Also man kann damit segeln, man muss natürlich die Strömungen kennen, aber es ist durchaus möglich, den gesamten Mittelmeerraum damit zu umfahren. Und ja, also das gibt es auch, wie gesagt, mehrere Quellen und Experimente, die uns sagen, dass diese Entfernungen, dass das Mittelmeer damals auf gar keinen Fall ein Hindernis war. Ja. Und damit können wir etwas festhalten, was wir schon zu Beginn unseres Gesprächs festgehalten haben, nämlich, dass die Bronzezeit eine Zeit der Globalisierung war. Und daran angeknüpft die Frage, mit was hat man denn damals bezahlt? Mhm. Ja, also Globalisierung vielleicht ist ein bisschen übertrieben, weil die Bronzezeit ist ja auf Europa und Nordafrika und Vorderasien begrenzt, würde ich sagen. Wir haben ja die Bronzezeit in Amerika nicht, in südlich von Sahara auch nicht. Mit was hat man bezahlt? Ja, also es gibt eben diese Metalle, die ich vorher erwähnt habe, die deponiert wurden, die zeigen tatsächlich erstaunliche Regelhaftigkeiten auf, wenn man ja sich dann das näher betrachtet. Also die Portionierung von Gegenständen, also wie man ja ein Schwert, Sichel, Beil, was auch immer, bricht, beziehungsweise wo die Bruchstellen sind und welche Fragmente man dann letztendlich in diesen Depots findet, ist erstaunlich gut vergleichbar über große Regionen. Ja? Ja. Die gleichen Bruchmuster von dem Schwert in Transsilvanien, in Süddeutschland, in Westfrankreich, Norditalien, in Bosnien. Also das ist wirklich was man ja noch viel, viel näher und besser untersuchen muss. Also da kann man wahrscheinlich auch mit der Statistik ganz viel arbeiten, um Gewichtsverhältnisse zu untersuchen. Bislang ist es nicht so ergiebig gewesen, diese Untersuchungen, weil es ja doch viele Unterschiede gibt. Aber nur vom Äußeren, also wenn man sich diese Fragmente anschaut von den Gegenständen, das ist wirklich, das kann kein Zufall sein, dass 150, 200, 300 Schwerter, die man ja überall findet in Europa, dass sie auf gleiche Weise zerstört oder gebrochen wurden oder fragmentiert wurden. Also das muss eine Intention dahinter sein. Und da sehe ich schon irgendwie einen kleinen Schritt zu diesem prämonetaren System sozusagen, dass wir einen Wert eines Gegenstandes kennen vom Äußeren, ja? Ja. Und ich muss noch eine wirklich ganz kurze Geschichte erzählen. Wir haben ja diese Kupferbarren, ja? Die wurden ja auch als gut erkennbare Ware gehandelt, ja? Das sind sogenannte planokonvexen Kupferbarren, die ab der mittleren Spätbronzezeit in ganz Europa im Umlauf sind. Im Gegensatz dazu haben wir im Mittelmeerraum diese Ochsenhautbarren, also die sich unterscheiden. Und das ist ja so eine halbkonische Form mit einer relativ geraden Oberfläche, die aus reinem Kupfer besteht.
Und man findet ab und zu diese Kuchen, also Kupferkuchen oder Barren, ganz aber auch sehr oft portioniert. Wir haben aus einem Hortfund diese Barren untersucht, die also hat eine raue Kupferoberfläche. Wir haben sie geschnitten mit dem Zweck zu analysieren. Und was wir dann feststellen können, dass die Kupferschicht nur 1 Zentimeter dick war und im Kern von diesem Barren war Blei. Aha. Also schon damals gab es Betrug. Also jemand hat ein Bleikern, was ja viel einfacher, viel billiger ist, ja, nur mit einer dünnen Kupferschicht überzogen, damit es wie ein Kupferbarren aussieht. Aber in Wahrheit war das ja nichts. Und wenn man ja, wie gesagt, äußerlich sieht, und das ist ja auch vergleichbar schwer, okay, das ist ein Kupferbarren, was ich kenne, ich nehme das und ich betrachte das als Wert. Wenn ich in die Werkstatt, aber die vielleicht 100 Kilometer weiter entfernt ist, komme und versuche, das weiter zu verarbeiten, schneide ich das, portioniere ich diesen Barren und sehe, dass es ja kein Kupfer ist, sondern nur Blei ist. Das heißt, es gab zwar noch keine Münzen, aber Geld gab es sehr wohl in der Bronzezeit. Geld, würde ich jetzt nicht so sagen. Es gab Wertgegenstände, also überregional erkennbare Wertgegenstände. Verstehe. Das gab es ja auf jeden Fall. Es wurde sicherlich Handel betrieben, es kam zu Versammlungen, es wurden durch die Händler wurden Waren getauscht. Der große Nachteil ist, dass wir von diesen Märkten, wenn wir das jetzt auch so bezeichnen wollen, auch heutzutage, wenn Sie 2 Tage da an einem Ort, danach sind an einem Ort, wo ein Markt stattgefunden hat, Sie finden nichts. Sie finden ein bisschen noch Müll und das war's. Also archäologisch ist ein Markt, ein offener Markt, der nicht in einer festen Form innerhalb der Siedlung ist oder so, das ist nicht nachweisbar einfach, ja. Das ist nach 2 Tagen alles verschwunden. Aber es gab sicherlich Austausch und Handel. Es gab Wertgegenstände, von denen man ja genau wusste, was sie wert sind, wie schwer sie sind. Und wie ich eben geschildert habe, wir haben auch direkten Nachweis für den ersten Betrug sozusagen, dass man ja falsche, also äußerlich erkennbare Ware mit dem falschen Inhalt an den Konsumenten weiter verhandelt hat. Das hat es sicherlich gegeben. Also insofern, ja, wir haben die gleichen Triebe und gleichen Motivationen wie heutzutage. Ja. Wir können sie schon feststellen, obwohl wir keine Schrift haben, aber anhand der Gegenstände, der materiellen Hinterlassenschaften können wir ziemlich verlässlich diese Geschichte rekonstruieren. Verstehe. Letzte Frage. Wir haben ja schon festgehalten, dass während im östlichen Mittelmeerraum die bronzezeitliche Ordnung zusammengebrochen ist, das so in Europa nicht feststellbar ist. Dort hat man die Urnenfelderkultur. Dazu die letzte Frage, weil Sie ja da der große Fachmann sind. Was wurde denn aus der Urnenfeldkultur? Also, wir können auch innerhalb der Urnenfelderkultur, natürlich gab es ja Konflikte und Kriege und der Tollensetal, den gehört auch im weiteren Sinne dazu, also die Schlachten vom Tollensetal. Und wir können auch Entwicklungen beobachten. Am Anfang ist es wirklich ein überregionales Phänomen. Und dann wird es ein bisschen wieder mit der Zeit, mit der fortgeschrittenen Zeit, ist regionale Geschichten. Da verkleinert sich beispielsweise der Verbreitungsraum von bestimmten Gegenständen und so weiter. Also das sind schon innere Dynamiken und Entwicklungen, die wir verfolgen können. Und es geht so bis ins 9., 8. Jahrhundert, wo ein neues Metall auftaucht, also wo ein neues Material dann zur Verwendung kommt, und das ist Eisen. Eisen ist wiederum, kommt ja natürlich vor, also Eisenerz kommt ja natürlich vor, und Eisen ist, was die technologische
technologische Sache betrifft, sehr viel einfacher herzustellen als Bronze natürlich. Man kann es ja auch massenhafter produzieren und es ist überall zugänglich. Man braucht keinen Zinn, man braucht also keine weiteren Sachen, die man ja legieren muss. Es gibt bestimmt eine bestimmte Temperatur und Eisen hat sich dann... Da muss ich kurz einhaken. Ja. Ich bin ja kein Historiker, ich bin ja Ingenieur. Sie sagten gerade, aus Ihrer Sicht ist Eisen einfacher herstellbar, aber es ist doch eigentlich, also es ist einfacher zu finden, da stimme ich zu. Ja, ja. Aber die Herstellung von Eisen ist doch ein Vielfaches komplizierter als die Produktion von Bronze. Ne, würde ich nicht sagen, weil wir brauchen erstmal die Kupferproduktion an sich ist sehr aufwendig. Also aus dem Erz Kupfer, reines Kupfer zu bekommen, was ja nur ein Teil der Bronze ist, ist schon ein mehrstufiger Prozess. Es ist nicht so, dass man ja Erz ins Feuer schmeißt und dann kommt Kupfer raus. Keinesfalls. Also das sind wirklich sehr unterschiedliche technologische Schritte, die man machen muss. Wir haben versucht, ja, wir versuchen, hier in Österreich gibt es ja in Aspern an der Zeil ein sehr, sehr schönes Museum mit einem Outdoor-Bereich, wo man ja auch einmal im Jahr sich versammelt und versucht, Sachen wieder nachzumachen. Und diese konstante Temperatur zu haben, die für Kupferschmelze gebraucht wird, das ist wirklich sehr, sehr schwer. Also das ist ja nur ein Teil. Ja, das habe ich ja beim Eisen auch, aber zusätzlich noch bei einer sehr viel höheren Temperatur. Genau. Das ist schon mal schwieriger, diese Öfen zu bauen, konstant hohe Temperatur, sehr viel höhere Temperatur, 300 Grad mehr. Und dann hat man dann sozusagen die Lupe, aus der dann später Stahl zusammen mit Kohlenstoff produziert werden kann. Ja. Also ich sage, dass die Produktion von Eisen sehr viel komplizierter ist, aber das Auffinden von Eisen natürlich einfacher, weil es Eisen ja fast überall gibt. Ich glaube, nur Aluminium gibt es häufiger in der Erdkruste als Eisen. Aber bleiben wir bei den kulturellen Veränderungen. Also wir haben die Urnenfelderkultur und was folgt darauf? Ja, die Urnen, also in den weiten Teilen Mitteleuropas setzt sich, also nahtlos kommt die Eisenzeit dann, also die frühe Eisenzeit. Kulturell ändert sich einiges, dass wir wieder, wir haben zwar auch Brandbestattungen in der frühen Eisenzeit, aber es kommen wieder Körperbestattungen zurück und es kommen Grabhügel zurück. Also während wir in der Urnenfelderzeit hauptsächlich mit den flachen Gräberfeldern zu tun haben, mit den Urnenfeldern, die äußerlich, wahrscheinlich hatten sie irgendwelche Markierungen aus Holz oder Stein, die einzelnen Gräber, aber es sind ja keine Grabmonumente an sich. In der Eisenzeit haben wir wieder, mit der beginnenden Eisenzeit, dass sich die wahrscheinlich herausragenden Persönlichkeiten bestatten lassen in einem Grabhügel. Ja? Also das ist ja, die bauen wahrscheinlich schon während der Lebenszeit sich ein Grabmonument, wo sie dann nach dem biologischen Tod dort bestattet wurden. Also wir haben wieder Monumente in der Landschaft, die dann kulminieren beispielsweise in Südwestdeutschland mit dem berühmten Heuneburg, wo wir auch diese große Ansammlung von importierten wertvollen Waren haben aus dem Mittelmeerraum. Und aber Bronze wird nach wie vor produziert. Ja? Also es wird eigentlich mehr Bronze produziert als in der Bronzezeit. Also der ganze Schmuck, die Gerätschaften sind ja auch noch bis ins 6., 7., 6., 5. Jahrhundert aus Bronze hergestellt worden. Also diese Tradition der Bronze bleibt ja nach wie vor erhalten, nur dass das Eisen mehr oder weniger mehr und mehr noch aufkommt. Ja? Ja. Und es verändern sich einerseits die Bestattungssitten, aber wir können eine klare Kontinuität der materiellen Kultur feststellen. Also wie sich die Formen entwickeln, von der Keramik bis zum Schmuck. Nur, dass es halt in der Eisenzeit eine viel schnellere Abfolge an Veränderungen gibt. Also wir haben da fast jede Generation hat ihr eigenes Formenspektrum, insbesondere was Schmuck betrifft, was den Schmuck betrifft. Das ist
Und das ist für uns natürlich ein Vorteil für die Archäologen, weil wir dann viel mehr, viel besser zeitlich differenzieren können. Da können wir schon sagen, aha, das ist der erste Viertel des 6. Jahrhunderts, weil es ja zu der Zeit eine bestimmte Fibelform gab. Das ist in der Spätbronzezeit noch nicht so, weil da dauern die Formen einfach länger. Also wir haben eine viel schnellere Abwechslung von den Formen. Und was ja für die Eisenzeit noch prägend ist, ist ja diese enge Verknüpfung dann mit der mediterranen Welt. Ja? Also da kommt es dann wirklich da werden keine Grenzen mehr. Also da kommen die importierten Waren aus dem Mittelmeerraum, tauchen überall in Europa auf. Also da ist es schon sehr, sehr prägend, dass man ja diese Beziehungen zum Mittelmeerraum eindeutig, die haben sich ausgeweitet und verbessert. Ja. Das heißt, mit dem Eisen kamen sehr viel schneller Veränderungen, aber es bleibt die gleiche Gesellschaft. Das heißt, die Urnenfelderkultur, das sind die Vorfahren der Kelten. In einem bestimmten Bereich, ja. In einem bestimmten Bereich von Europa, ja. Also, aber wir haben ja natürlich Urnenfelderkultur auch in Ungarn oder in Transsilvanien oder in Nordkroatien und Mähren und so weiter oder in Südpolen, da sind ja natürlich keine Kelten entstanden, ja, sondern andere Gruppen haben sich herausgebildet. Ja. Aber Sie haben recht, also es gab keinen großen Wechsel der Population, ja. Das sind die Vorfahren von dem, was wir später als Kelten zumindest in diesem südwestdeutschen Raum bezeichnen können, ja. Herr Gavranovic, vielen Dank für das Gespräch. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut. Jonas Hopf